In diesem Video erfährst auch du, was es damit auf sich hat. Erwartungshaltung minus Realität gleich Enttäuschung. Was das Ende der Täuschung ausmacht. Warum Menschen fast gehemmt sind, manchmal sogar gelähmt sind, in dieser Industrie Umsätze zu fahren und du dich als Upline so wunderst. Du erfährst außerdem als Neueinsteiger, warum du Hamsterradregeln brauchst und warum dein Fahrrad ganz in Ordnung ist. Ab geht's! Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Frank Heister und heute mit Network Marketing, die Wahrheit Teil Nummer 2. Und ich hoffe, ihr habt Teil 1 schon gesehen und wir starten direkt in die Vollen. Was ist denn eine der größten Wahrheiten da draußen? Eine der größten Probleme da draußen ist, dass Menschen zu schnell, wenn sie gestartet sind, enttäuscht sind. Und was bedeutet enttäuscht? Das Ende einer Täuschung. Woran liegt das? Schreibt ihr bitte diese Formel auf. E wie Erwartungshaltung minus R Realität gleich wieder E, gleich Enttäuschung. So, und das kannst du dir relativ einfach vorstellen. Erwartungshaltung im Network Marketing. Ja, du kannst hier Millionen verdienen und du bist in 6 Monaten reich und das geht alles so einfach, ja. Erwartungshaltung sehr, sehr weit hoch. Ich gebe zu, dazu müssen Menschen auch eine gewisse Naivität mitbringen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ja alles dafür tun da draußen. Mein Haus, mein Boot, mein Schaukel führt, es wird schon, Kollege, ja. So, jetzt kommt als erstes die Realität dazu, okay? Jetzt sagen wir, okay, ist doch alles gar nicht so nach dem Motto, ja, da werden alle dabei sein, du brauchst nur 2 Leute, dann hast du in einem Jahr 4096 Partner und so ein Bullshit. So, und dann passiert das hier. Erwartungshaltung minus Realität gleich Enttäuschung. Und Enttäuschung, Ende der Täuschung. Die Täuschung ist aufgeflogen und der Kandidat hört auf zu sponsern. Und darüber wollen wir heute reden. Denn du musst ja gar nicht jeden sponsern, sondern du solltest vor allen Dingen versuchen, einen Bedarf herauszufinden. Und das, was ich immer sage, ist B statt A. Bedarf statt Aufklärung. Wie viele Leute laufen da draußen rum im Network Marketing und labern den ganzen Tag irgend so ein Zeug? Du musst das nehmen, das ist gut für seine Gesundheit. Wisst ihr, die meisten Menschen, die denken, weil sie jeden Tag einen Apfel essen und 2x die Woche ein Glas Rotwein, wären die gesund. Wenn die wüssten, was in ihren Körpern passiert, dann würden die mehr auf dich hören. Aber du musst aufhören zu missionieren, sondern du musst den Bedarf rauskitzeln. Einfaches Beispiel. Wie verkauft man Nahrungsergänzung? Schau mal, hör mal zu, pass auf, ich habe da was kennengelernt. Das ist total gut, gesund, weil du bist ja nicht gesund. Ich weiß, du wirst es gleich sagen, aber schau mal, in deinem Körper sind ganz viele Bazillen und Viren und dies, das, Ananas und so weiter. Wie fühlt der andere sich? Der fühlt sich schon bevormundet und dann kommst du, du bist vielleicht dein Cousin und bist Kfz-Schweißer oder sowas. Ja? So, und dann sagt er natürlich, was willst du jetzt von mir? So, Nahrungsergänzung, nur mal um ein Beispiel zu nennen, gibt es weitere Videos dazu auf YouTube und auf Insta, Facebook. So, Nahrungsergänzung zu verkaufen ist relativ einfach. Stell doch eine Frage. Warum erklärst du dir das oder wie erklärst du dir das, dass gerade in der Branche der Nahrungsergänzung so viel Milliarden gerade umgesetzt werden? So, vielleicht hat er sich noch nie damit beschäftigt, aber jetzt muss er nachdenken. Dann sagt er sowas, wie meinst du das Nahrungsergänzung? Naja, also, dass wir Präparate haben, die einfach uns mehr Vitamine zuführen. Und dann wird er ganz schnell auf die Lösung kommen und sagen, ja, das Essen, was wir essen, das ist alles. So, das heißt, die Leute kommen selbst auf die Idee und werden dir sagen, warum. Und jetzt kannst du sagen, also, wir machen ein konkretes Beispiel. Warum glaubst du, hat unsere Firma zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gerade so viel Erfolg? Warum glaubst du, haben wir so viele Kunden? So, und jetzt sagt er sowas wie, ja, weil das wird immer ein spannenderes Thema, ne? Also bei dem, was da irgendwie drin ist und so weiter. Und heutzutage hat ja jeder ein Biosiegel und so weiter. Irgendwas sagt er. Und jetzt sagst du, das sind genau die Punkte, so, du sollst nicht lügen, aber du bist ja wahrscheinlich d'accord. Das sind genau die Punkte, die mich damals beschäftigt haben. So, und jetzt redest du 1:1 Klartext mit ihm. Dann stellst du die nächste Frage. Und warum glaubst du, ist das ein großes Geschäft, wenn man das beruflich macht? Also wenn man in dieser Branche, naja, ist ja logisch, wenn viel umgesetzt, dann wird auch viel verdient. Richtig. Du bist so schlau. Ich glaube, du müsstest diese Branche mal näher kennenlernen. Ja? So, versteht ihr? Er muss die Antwort liefern. Er muss das machen. So, dasselbe mit Geld verdienen. Bedarf statt Aufklärung nicht. Ja, du hast doch nichts, du bist doch nichts, du wirst doch nichts. Ja, Hamsterrad und so weiter. Wenn du versuchst, die Menschen zu missionieren, wie oft ist das so, dass du den Leuten sagst, guck mal, aber du bist doch nicht glücklich auf deiner Arbeit. Das stimmt aber nicht. Es gibt Menschen, die sind komplett glücklich auf ihrer Arbeit. Es gibt Menschen, die sind komplett zufrieden mit ihrer Arbeit, vielleicht aber nicht mit dem Geld. Es gibt aber auch Menschen, die sind zufrieden mit der Arbeit und zufrieden mit dem Geld, aber vielleicht nicht mit der Zeit. Und selbst da gibt es Leute, die sind zufrieden mit der Arbeit, mit dem Geld, mit der Zeit, bei denen ist eigentlich alles in Ordnung. Aber frag dir doch einfach mal, was wäre das Erste, was weg wäre in deren Leben, wenn Zeit und Geld keine Rolle mehr spielen würde?
dann werden die meisten sagen, nö, ich bin zufrieden. Okay, denk mal wirklich nach. Wenn du morgen aufstehst und du hättest einen Wunsch frei, ich wäre die Fee, du hast ein weißes Blatt Papier, was wäre als erstes weg? Was würdest du als erstes aus deinem Leben streichen? So, und dann hast du da vielleicht ein Why. Also immer den Bedarf dazu rausfinden, weil sonst brauchst du gar nicht zu sponsern, weil Erwartungshaltung ist natürlich schnell reich werden, aber es geht nicht um schnell reich werden, sondern es geht darum, sein Why, sein Warum oder, wenn er keins hat, sein Wieso zu erfüllen und ihm zu sagen, und das ist ganz wichtig, das macht man rot, um ihm zu sagen, stopp, warte mal ganz kurz. Also du bist die ganze Zeit schon auf diesem Video, hast Bock auf Network Marketing, verdienst aber kein Geld. Damit ist jetzt Schluss. Schau in die Videobeschreibung und schreib mir einfach eine Nachricht. Klick auf den Button, du kommst direkt in mein WhatsApp und starte noch heute in der Frank-Heister-Weltorganisation. Egal, wo du heute stehst, in 2-3 Monaten kann die Welt schon ganz anders aussehen. Das Ganze wird 3 bis 5 Jahre dauern. Das geht nicht so schnell. Und dann kannst du ihm das Beispiel aus Die Wahrheit Teil 1 wieder sagen. 13 Jahre lernen für 1.300 oder 2.600 Euro. Wenn du hier Einkommensmillionär werden willst, Junge, dann musst du mir an den Arsch aufpassen, 3 bis 5 Jahre. Okay? So, das heißt, dieses Märchen, was man mir damals erzählt hat, ja, du kannst hier in 6 Monaten Millionär sein. Vergesst das komplett. Also, pass auf. Millionär bedeutet im Network Marketing, selbst wenn du einen sensationellen Marketingplan hast und du kriegst als Upline, sagen wir jetzt einfach mal, auf die gesamte Organisation 10%, was ich für utopisch halte, also realistisch sind 8 bis 12, in manchen Linien, in manchen Bonis, aber nicht vom Gesamtumsatz deines Teams. Aber sagen wir einfach mal, du würdest 10% kriegen. Dann musst du ja für 1 Million, die du verdienst, 10 Millionen Umsatz für das Unternehmen machen. Und dann ist relativ einfach. Du sagst einfach mal, okay, wie kann ich das jetzt mal ausrechnen, wie viel das ist? Jetzt machen wir so. 10 Millionen. Ja, sagen wir jetzt Euro. So, 10 Millionen Euro. So, und jetzt rechnest du mal, wenn ihr jetzt Zahnpasta habt, für 5 Euro als Beispiel, ne? Geteilt durch 5 Euro. Oder vielleicht habt ihr auch so irgendwie Duschgel für 20 Euro, geteilt durch 20 Euro. So, da kannst du mal überleben. Oder vielleicht habt ihr von meinetwegen auch noch 1.000 Euro Startpakete. Dann kannst du ja trotzdem mal überlegen, wie oft das da rein muss, bis dass du Millionär bist. Und dann rechnest du mal aus, wie groß müsste dein Team sein, wenn jeder aus deinem Team in einem Monat nur einen sponsert, damit 10 Millionen zustande kommen. Also von dem Märchen, du verdienst 1 Million im Network Marketing in 6 Monaten, ich sag dir ganz ehrlich, nicht mal in 6 Jahren. Ich habe 6 Jahre dafür gebraucht, aber bei mir kam parallel auch die Frank-Heister-Akademie dazu. Wir haben große Lizenzen verkauft an Lizenztrainer und wir haben natürlich Bootcamps verkauft. Dann geht das natürlich ruckzuck. Also wir haben früher Coachings verkauft oder Lizenzen, Standorte, Frank-Heister-Niederlassungen für bis zu 100.000 Euro netto. Und wir haben Coachings gehabt, Bootcamps mit Oliver Kahn, Joey Kelly, Jochen Schweizer und den ganzen Leuten, ja, Tobias Beck und so weiter, haben wir verkauft für 40.000 Euro 10 Tage. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als ich rede hier von Network Marketing. So, aber lass es doch 10 Jahre dauern. Sagen wir mal, du verdienst im ersten Jahr nicht so viel, im zweiten Jahr nicht so viel, im dritten Jahr nicht so viel, aber ab dem fünften Jahr verdienst du 100, im nächsten 200, im nächsten 300 im Jahr. Und dann kommst du irgendwann nach 10 Jahren dort an, dass du insgesamt kumuliert 1 Million gemacht hast. Dann ist das doch trotzdem noch etwas, was richtig geil ist. Übrigens, das wissen auch sehr viele nicht, die meisten Menschen verdienen 1 Million. Die meisten Menschen verdienen 1 Million. Sagen wir mal, du hast 2.000, machen wir mal das, weil das ist jetzt Hamsterradquatsch, ja, war nicht geplant. Sagen wir mal, du hast 2.000 Euro im Monat als Beispiel. Nochmal Stopp, wie gesagt, schau in die Videobeschreibung und melde dich noch heute bei mir. Und du machst jetzt, diese 2.000 im Jahr sind 24.000 netto, okay? Dann sind das in 10 Jahren 240.000. So, und wenn du jetzt 240.000, jetzt bist du schon selber fast da, ne? Mal 40 ist schon fast 1 Million, aber die Realität ist, die meisten arbeiten ja 50 Jahre inzwischen schon, aber irgendwo liegt die weit dazwischen, haben die meisten, also wenn wir das jetzt einfach mal 5, dann bist du weit über 1 Million, haben Menschen in ihrem ganzen Leben auch 1 Million verdient, okay? Dazu gehört aber Folgendes, erstens, du musst 50 Jahre arbeiten, zweitens, du musst das durchziehen, drittens, du musst erstmal 2.000 Euro verdienen. So, die meisten, die hier zuschauen und Network Marketing machen, sagen, hätte ich 2.000, hätte ich gar nicht mit Network gestartet. Ja, die meisten, nicht alle. So. Das ist, was ich dir erzählen möchte. So, jetzt ist es so, wenn wir uns den Unterschied angucken zwischen einem Millionär und einem Milliardär, was auch ganz wichtig ist, was normal ist, weil es ist immer so, ich bin Millionär, Einkommensmillionär, Multimillionär, was ist der Unterschied? Ich war auch schon Multimillionär, 2018, 3,62 Millionen gemacht. So, aber der Unterschied von 1 Million zu 1 Milliarde, einfach, dass du eine Relation mal dafür kriegst. 1 Million Sekunden, kannst du alles nachgoogeln, 1 Million Sekunden sind 34 Tage. Okay? 34 Tage. Oder 11 Tage. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Google das mal. So, aber 1 Milliarde Sekunde sind 34 Jahre. Sowas. 1 Million Sekunden sind 11 Tage, glaube ich. Guck nochmal nach. Ich weiß nicht gar nicht. Ich google gleich auch nochmal.
Aber 1 Milliarde Sekunden sind 34 Jahre. Siehst du diesen Unterschied? Das eine sind Tage, das andere sind nicht Wochen oder Monate, Jahre. So, das heißt, daran braucht man in Network Marketing überhaupt nicht zu denken. Selbst die Top-Player in der Branche machen gerade mal Milliarden Umsatz. Okay? Also wenn du Milliardär werden willst, mit Network Marketing, in meinen Augen keine Chance. So, vielleicht gibt es eine Handvoll, aber ich glaube auch nicht. So, das mal das. So, also der nächste Punkt. Es geht nicht um Produkte, sondern es geht tatsächlich um dich. Und jetzt aber nicht diese falsche Denkweise zu bekommen, ja, die Menschen kaufen kein Produkt oder kein Unternehmen, sondern die Leute kaufen dich. Nein, keiner kauft dich. Nicht mal deine Mutter hat dich gekauft. Die hat dich mit 18 Jahren rausgeschmissen, richtig? Aber es geht um deine persönliche Entwicklung. Und das ist das Schöne. So, schreibt euch mal diesen Satz auf. Überzeugen, überzeugen. So, schreibt ihn mal hier hin. Überzeugen, überzeugen. So, und ich wette mit euch, wenn ihr nicht schon länger bei mir im Coaching seid, dann habt ihr das so geschrieben. Überzeugen und nochmal dasselbe Wort, ist aber falsch. Sondern überzeugen, überzeugen. Das sind 3 Wörter. Also das heißt, ich überzeuge nicht selbst, sondern ich überzeuge, wenn überhaupt, überzeugen. Also über andere. Das heißt, ich gebe Testimonials. Okay? So, das heißt, es geht nicht um dich, es geht nicht um die Produkte, sondern es geht um deine Einstellung. Es geht darum, dass du dieses Business wirklich vernünftig aufbaust von der Pike auf. So, also die zentrale Idee von Network Marketing ist mal, Kunden werben Kunden, nicht Vertriebspartner. Die zentrale Idee in einem Konsumentennetzwerk ist, Menschen kaufen Produkte, sind so begeistert davon, dass sie es sowieso weiterempfehlen, ohne Anreiz von außen, ohne Anreiz von finanziellen oder zeitlichen Lockerungen. Also anlocken, ja, so. Aber die meisten Menschen haben noch nicht verstanden, dass es ja in diesem Segment Kunden werben Kunden auch die Möglichkeit gibt, das beruflich zu tun. Warum sage ich das? Viele sind Networker, viele entscheiden sich für den Start. Viele starten als Partner anstatt als Kunde, weil sie dann mehr Rabatte bekommen, vergessen aber die wichtigste Sache, nämlich darüber zu reden. Also es gibt 3 einfache Regeln, und die kommen nicht von mir, sondern von Jim Rohn. Ja? Benutze die Produkte, bilde dich weiter, und er hat gesagt, trag deinen PIN. Was habe ich daraus gemacht? Benutze die Produkte, bilde dich weiter und sprich mit Menschen. Mal heutzutage, also Jim Rohn, in allen Ehren, der hätte, glaube ich, auch nicht gedacht, dass die Leute mal irgendwann so mit dem Handy durch die Gegend laufen, dass du niemanden mehr ansprechen kannst. Aber die zentrale Idee ist einfach Kunden, werben Kunden. Okay? So. Warum machen Network Marketing Unternehmen überhaupt Network Marketing? Relativ einfach. Es ist der günstigste Weg. Ich habe ja schon die letzten Tage darüber gesprochen, wie es ist überhaupt im Network. Da geht es um den Einzelhandel, den Großhandel, den Zwischenhandel, die Löhne, die Lager, die Logistik, ja, was alles bezahlt werden muss. In einem Network Marketing Unternehmen ist es in der Regel so, dass der einfach günstigste Weg ist, wenn man schon irgendwelche Networker kennt, den Produktpakete schnürt und denen das in die Hand gibt und sagt, hier, macht mal. Ja, ihr kriegt unsere völlige Unterstützung, unseren völligen Support. Warum? Weil viele, die ein Unternehmen gründen, verstehen sich zwar darauf, administratorisch klarzukommen, aber das meiste, was die Menschen nicht können, ist verkaufen, Vertrieb machen. Okay, die meisten haben irgendwie gedacht, Vertrieb heißt, ich habe früher die Hühner vertrieben. So, das heißt, die größte Kunst, die du dir aneignen kannst, ist, etwas zu verkaufen. Nicht dich, nicht ein Unternehmen, nicht ein Produkt, sondern eine Vision. Einen auf den Bedarf rausgekitzelter Schmerzpunkt mit einem Weg. Siehst du die Sonne über Paris? Das ist, wie man im Network Marketing verkauft, wie man sponsert. Also, dass du dem anderen zeigst, es gibt einen besseren Weg und der ist auch für dich möglich. So, kommt auf der Einwand Schneeballsystem. Ja, auch eine der Wahrheiten. Wenn wir so arbeiten, wenn wir so ackern, sagen ganz viele Leute da draußen, ach, das kenne ich, das ist doch ein Schneeballsystem. So, mehrere Möglichkeiten. Die billigste und schnellste ist, nein, das funktioniert auch im Sommer. Okay, lass den Bullshit. Okay, das ist zwar lustig unter uns Networkern und so weiter, aber der Witz ist, glaube ich, auch schon ein bisschen abgefahren. So, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist Einwandbehandlung. Das sagst du doch jetzt nur, weil du noch nicht weißt, dass es das in Wirklichkeit nicht ist und es seriös ist. Oder zum Beispiel Pokertechnik. Okay, gibt es außer, dass du sagst, es ist ein Schneeballsystem, noch einen anderen Grund, der dich davon abhält, hier einzusteigen? Nee, nur das. Dann ist dir also besonders wichtig, dass es kein Schneeballsystem ist und du dich selbst davon überzeugst, nicht wahr? Was muss ich einem Mann, einer Frau wie dir von deinem Format denn zeigen, damit du sagst, okay, jetzt bin ich überzeugt? Okay, das wäre Einwandbehandlung. Ich sag immer so, Schneeballsystem. Krass, endlich hat es mal einer gecheckt. Ja, genau, wir werden reich. Dann gucke ich die ganze Zeit so an. Dann lachen wir einfach. Also ich... Ja, und vielleicht noch ein paar, die mit dabei sind als Networker. Dann sagt er so, ja, aber ist das nicht illegal? Und ich so, ja. Aber guck mal, wo die uns in Berlin hingebracht haben. Kann auch nicht legal sein.
So, also Spaß beiseite. Das Beste, was du machen kannst, ist, wenn jemand sagt, das ist doch ein Schneeballsystem, einfach sagen, ah, okay, das habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Ja, wo da nur die Oberen verdienen. Okay, erklär mal. Lass ihn doch da. Dann verschießt er sein ganzes Feuer, dann sagt er, ja, da verdienen immer die Oberen, das Produkt wird immer teurer. Der hat ja seine Glaubenssätze, die er vielleicht irgendwo mal gehört hat. Und dann sagst du, ah, krass, nee, so ist bei uns nicht. Fertig. Okay, wenn er zum Beispiel sagt, ja, aber bei uns ist eine Sekte. Dann sagst du, was? Eine Sekte? Du meinst nur, weil wir uns jeden Freitag mit unserem Oberen im alten Pfeil treffen, so weiße Kutten mit Löchern anziehen, mit Kerzenwachs den Berg hochlaufen und einer Kuh einfach auf den Kopf hauen, bis die umfällt und die dann mit Kerzenwachs begießen. Nur deswegen sind wir eine Sekte? Nee. Sagt er, macht ihr das wirklich? Sag ich, nee, aber kennst du welche, die das machen? Ich wäre da gern dabei. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Egal, was an Einwänden kommt, die Wahrheit ist auch, du musst das einfach aushalten. Das hängt wieder damit zusammen, dass deine Persönlichkeit wachsen muss, dass du die richtigen Leute anschiebst. So, der nächste Punkt sind Pre-Launches. Pre-Launch ist der komplette Bullshit. Wenn dir einer sagt, ein ganz neues Unternehmen kommt an den Start, sicher dir jetzt hier deine Position, du kannst ganz oben dabei sein, dann ist das Bullshit, wenn du nicht fleißig bist. Aber wenn du fleißig bist, dann kann es dein Leben für immer verändern. Warum? Es gibt Chancen, die kommen nicht oft. Übrigens, wenn du gerade auf diesem Video bist, schau doch mal unten in die Videobeschreibung, da kannst du mir per WhatsApp schreiben, entweder wenn du ein Networker bist und einen Leitfaden willst, also unser kostenloses Arbeitsbuch, zum Beispiel Mindset der Champions. So, oder wenn du zum Beispiel sagst, du willst sogar das Hörbuch haben, kannst du sogar von uns ein 1:1-Coaching haben, was völlig kostenlos ist. So, das heißt, wenn du unten reinguckst und sagst, ich will mehr mit Frank machen, dann geht das. Wenn du aber sagst, ich möchte starten, ich möchte mit Frank in einem Network-Marketing-Geschäft arbeiten, überhaupt kein Problem, schreib uns bei WhatsApp. Wir filtern daraus, brauchst du Hilfe im Network, weil ich bin ja unabhängiger Trainer, also ich coache alle Network-Firmen, ja, ganz erfolgreich, kannst du dir angucken, seit 15 Jahren. Oder du willst sogar in meiner Network-Marketing-Company mit mir mitmischen. So, und dann kriegen wir das hin. Also, Pre-Launch ist Quatsch, aber wenn du eine gute Position zugesichert bekommst, dann zuschlagen, wenn du fleißig bist. Bist du nicht fleißig, nützt dir die beste Pre-Launch gar nichts. Okay? So, also, was soll mit deinem Produkt sein? Zeig dein Produkt 10 Menschen und wenn von 10 Menschen nicht mindestens 1, 2 oder 3, am besten natürlich 3, aber die Wahrheit liegt immer dazwischen, aber 2 Menschen müssen mindestens sagen, das hat einen Mehrwert. Ich sage nicht, dass sie das alle kaufen. Es gibt dann Menschen, die sagen, ja, ich brauche das jetzt vielleicht gar nicht und so weiter. Oder vielleicht kennst du diesen Effekt. Dinge, die alle haben wollen, aber keiner braucht, gibt es im Network Marketing leider auch sehr oft. Wir hatten auch mal so ein paar Effektprodukte, die irgendwie Spaß gemacht haben, die cool sind. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, machen die eigentlich nicht so viel Sinn. Aber wenn du hergehst und sagst, okay, pass auf, ich zeige mein Produkt jetzt zum Beispiel 10 Leuten, dann müssten 2 mindestens sagen, das hat einen Mehrwert, das hat einen Nutzen. Wenn dir 10 Leute sagen, brauche ich das? Gibt es das nicht kostenlos bei Amazon? Gibt es das nicht kostenlos bei YouTube? Dann hast du kein richtiges Produkt. So, dann ist es so, die meisten Menschen, auch eine der Wahrheiten, werden dir sagen, ich bin dabei, ich bin nicht dabei oder später. So, und jetzt musst du dir aufschreiben, 10% kaufen immer sofort. Was heißt sofort? Minutiös, wenn du das Business vorstellst? Nein, aber oftmals direkt unmittelbar, also innerhalb der ersten 72 Stunden. Das heißt, 10% kaufen meistens direkt, sind die Bauchmenschen. 10% kaufen nach mehr Informationen, Entschuldigung, auf Anfang, 30% kaufen sofort, 30% kaufen noch mehr Informationen und der Rest kauft nie. So ist es. Und so kommen wir dann auf die Quote, wenn wir 10 haben, so war ich jetzt, bin ich wieder da, 10, dass du 10% immer hast, die irgendwann kaufen, vielleicht sogar 20 und es könnten aber auch 30% sein, die generell langfristig immer kaufen, wenn du dir das einfach einmal ausrechnest. Okay? So, Produktnetwork versus Online-Network. Ich habe 15 Jahre Produkt-Network gemacht. Das war mega. Ich bin total begeistert. Ich schlürfe heute noch Joghurt. Ich nehme mir die Pillchen. Ich creme mich ein. Ich hole mir die Faltencremchen rein und so weiter. Mega. Aber irgendwann bin ich auf die Erkenntnis gekommen, dass ich jeden Staplerfahrer, der bei uns im Lager rumfährt, mit meiner Provision bezahle, weil das Marketing oder das Network-Marketing-Unternehmen ja viel weniger Provision ausschüttet, weil es Logistik hat, Lagerung, Entwicklung, Produktherstellung, irgendwelche Ingenieure, irgendwelche Wissenschaftler, die daran rumdoktern und so weiter. Und da sage ich mir doch einfach, inzwischen bin ich im Online-Network unterwegs. Das heißt, ich habe Produkte, die man nicht anfassen kann, die ich überall und jederzeit auf meinem Handy mit dabei habe und rund um den Globus verteilt einschreiben kann. Das heißt, Ländereröffnungen dauern auch nicht ewig. Was meint ihr, was ich da schon alles erlebt habe in den letzten 15 Jahren? So, alle haben den gleichen Plan. Auch eine sehr wichtige Wahrheit. Und das darfst du dir jetzt richtig aufschreiben.
Wenn es in deiner Company Menschen gibt, die mit demselben Produkt, demselben Marketingplan, demselben CEO, mit denselben Hundebabys, die er gerettet hat, ja, möglich ist, dann ist es auch für dich möglich. Denn schreib dir auf, wirklich, alle haben denselben Plan. Okay? So, wenn dir zum Beispiel jemand sagt, ja, bei uns ist ganz anders, da brauchst du gar nicht sponsern, dann frag dich immer, wo soll das Geld denn herkommen? Übrigens, bei uns ist es so, bei uns nennen wir die Kunden. Es gibt Leute, die wollen nur traden. Also ich bin im Krypto-Network zu Hause, aber in dem seriösen, was es seit 10 Jahren auf dem Markt gibt, wo der Mutterkonzern seit 1946 agiert, die an der Börse notiert sind, weil du musst richtig aufpassen. Und bei uns ist es auch so, wir haben das Krypto nicht bei uns in der Hand, also nicht die Firma hat die Kryptos oder die Bitcoins, sondern das bleibt immer beim Partner, bleibt immer beim Kunden. Sonst geht irgendeine Firma hops und dein Geld ist weg. Okay? So, dann solltest du ganz wichtig Hamsterradregeln haben. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Regel. Ja, wir reden da zwar von Hamsterrad, aber du solltest Hamsterradregeln haben. Wenn du dieses Geschäft machst. Wenn du dieses Geschäft machst und sagst so, ja, das ist so ein bisschen Hobby und so, du kommst heute nicht, kommst du morgen. Du brauchst Öffnungszeiten und du brauchst einen Stundenlohn. Stundenlohn werden wir in einem weiteren Video nochmal besprechen. So, und dann ist wichtig, du brauchst Ziele. Aber nicht irgendwelche Ziele, sondern du solltest dir dringend einen sogenannten Dekadenplan machen. Einen sogenannten Dekadenplan. Das kommt doch nicht von mir, das kommt von Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Ja. Dekadenplan heißt, du planst deine nächsten 10 Jahre, dann unterteilst du sie immer in Jahre, dann in Quartale, Monate, Wochen, Tage und dann weißt du exakt, an welchem Tag du was zu machen hast. Jetzt sagst du natürlich, okay, wie weiß ich denn jetzt, was ich in den nächsten 10 Jahren alles so machen will? Relativ einfach, mach deine Grasliste. Gibt es auch ein extra Video in Zukunft dazu. So, was bedeutet Grasliste? 50 Dinge, die du noch tun willst, bevor du ins Gras beißt. So, und das Schöne daran ist, relativ einfach, dann gibt es Fragen von mir, die du auch in diesen Leitfäden findest. Dann gibt es Fragen von mir, die diesen Dekadenplan komplett zerstören, weil es wird zum Beispiel gefragt, machst du das gerade für dich oder deinen Nachbarn, deine Mutter oder deine Oma? Okay? So, also apropos Leitfäden, wenn du die haben willst, schau nochmal in die Videobeschreibung rein. Dort findest du den Link, schreib mir bei WhatsApp, nicht bei Facebook, nicht bei Insta, nicht bei YouTube. Da sitzt mein Team, ja, aber eine ganz andere Abteilung. Hier bei WhatsApp ist eine extra Special-Einheit, die minutiös, wie du dich meldest, innerhalb, kein Bot, wirklich Menschenarbeit, wo du innerhalb von wenigen Minuten, maximal ein paar Stunden, den Leitfaden kriegst, die Frage kriegst, hey, willst du ein 1:1 Coaching? Dann antworte mit der 1 oder willst du sogar bei Frank im Team starten, dann antworte mit der 369. Okay? So, im Grunde genommen geht es darum, und das ist zusammenfassend auch die Wahrheit, schaffe es, eine Masse von Menschen über einen längeren Zeitraum dazu zu bewegen, ein und dasselbe zu tun. Und damit kriegst du dann Duplikation und damit Multiplikatoren daraus. Okay? So, und wenn du noch nicht so viel Geld im Network verdienst, ist auch kein Problem. Das kannst du dir auch nochmal aufzeichnen. Machen wir wieder grün, weil du ja am Hamsterrad sitzt. Also, wenn du noch nicht so viel Geld verdienst und du fährst noch mit dem Fahrrad, okay? So, und dann sitzt du auf deinem Fahrrad und dann kommst du beim Sponsorteam an. Nicht fake it until you make it, sondern sagst du, hallo, Peter, Fahrrad Peter, ich habe noch nicht so viel Geld verdient, es ist noch nicht gut gestartet, ich bin aber jetzt dabei und ich habe bald meinen ersten Geschäftspartner. Jetzt sagt der Peter, ah, wer denn? Ja, du, wenn du einsteigst. Ja, so, also sei ehrlich, sei authentisch, dann wirst du dir nicht zu Schulden kommen lassen. Was ganz wichtig ist, tu mir bitte den Gefallen, gib diesem Video einen Daumen am liebsten nach oben, schreib ein paar Kommentare rein, ob es dir gefallen hat, teil dieses Video natürlich mit deinem Team. Wie gesagt, schau nochmal rein, schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht. Ich freue mich, mit dir zusammenarbeiten zu können. Und wenn du einen Mentor suchst, bin ich auch auf jeden Fall dein Mann. Ich freue mich aufs nächste Video zum Thema Network Marketing, die Wahrheit Teil 3, morgen dann. Und bis dahin verbleibe ich, dein Frank Heister.